Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dragos News Folge. Ja, ich habe bei Champions of Regnum laut Gamigo ein bisschen Scheiße gebaut und sie haben danach noch ein paar Accounts von mir gefunden, die ich erst kürzlich gespielt hätte. Ich habe zwei Accounts, Hero Drago und Dragodian. Und Dragodian spiele ich seit ungefähr einem Jahr nicht mehr. Der andere habe ich gelöscht. Das war Drago Basler, den habe ich gelöscht. Dragodian habe ich natürlich noch nie gelöscht, aber ich habe alle Charakter gelöscht. Und Hero Drago spiele ich momentan. Und da meint noch Gamigo, ich hätte mehrere Items getauscht. Ich habe überhaupt kein Item getauscht. Nichts habe ich getauscht. Und trotzdem macht Gamigo so einen Scheiß und bannt mich. Jetzt bekomme ich nicht mal mehr Rückmeldung, alles Mögliche. Und deshalb möchte ich an alle bitten, mal so richtig Gamigo in den Arsch zu treten, irgendwie in den Foren zu posten, alles Mögliche, so etwas geht nicht. Und sie müssen dafür zahlen. Und mir ist es scheißegal, ob ich irgendwie gebannt werde, woanders oder so, ob ich gar nie mehr spielen darf. Es ist wirklich alle unterste Schublade und das wissen die und die werden von mir hören bekommen. So, deshalb wird mein Let's Play unterbrochen, eventuell sogar abgebrochen. Kann leider nichts machen, aber ich will einfach nichts mehr mit Gamigo zu tun haben. Egal ob dieses Game oder andere Games. Und sie entwickeln sowieso Regnum nicht mehr weiter, also kann man das getrost vergessen irgendwie. Es hat mich zutiefst verletzt. Sie haben gesagt, ich hätte 4 Accounts. Ich hatte drei. 2 habe ich gelöscht. Und kurz vor dem, habe ich gemerkt, man darf nicht Multi-Accounts haben. Ich hatte nie vor, Items zu tauschen oder Reiche auszuspielen. Nie hatte ich vor. Aber sie wollen natürlich nicht hören und dafür müssen sie fühlen. Und ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr unten in die Video-Link-Beschreibung irgendwie so eine kurze, wie euer Name heißt. Also ihr könnt natürlich auch Fantasienamen so und so nennen. Und eine kurze Beschreibung, wieso also ihr Gamigo so scheiße findet. Und ich werde sie dann natürlich irgendwo in Form posten. Ist mir egal, ob ich gebannt, also ich, ob mein Foren-Account auch gebannt wird und so weiter. Also es ist wirklich unterste Schublade, was Gamigo hier abgezogen hat. Und das hat viele andere Kollegen auch betroffen. Die sind auch gebannt worden. Und ich verstehe nicht, wieso als die solche Accounts bannen. Zuerst einmal, schaut richtig und zweitens macht es doch einfach anders und erlegt eine Geldstrafe oder sonst irgendwas. Das wäre wenigstens ein bisschen was Menschliches, oder? Aber nein, einfach bannen, verweisen vom Game, nur weil man ein bisschen andere Reiche spielen wollte oder eben Let's Playen wollte mit mehreren Accounts. Wow, ist ja mega schlimm. Und ich habe für alle 3 Accounts mehr als 100 Euro ausgegeben, also bitte. Und das bekomme ich natürlich auch nicht zurück, oder? Also, jo, dann habe ich eben hier 4 Spiele, die ich mir kaufen werde und auch Let's Playen werde. Die anderen Let's Plays werden natürlich auch kommen, aber alle ein bisschen weniger, weil die meisten Leute kommen nicht nach mit dem Schauen und weil ich auch längere Videos mache, schaue ich lieber jetzt auf die Anzahl User Aufrufe und die Likes. Und wenn ihr wenn ihr ein Game mehr sehen wollt, dann bitte das Video auch liken, anschauen und Kommentare schreiben. Ja, ich möchte mehr von dem Game sehen. Und Starbound wird ein Hauptprojekt von mir neben GTA San Andreas, wo es ein Gameplay-Video-Sachen gibt, spezial.
auch auf dem Server werde ich ab und zu sein und so ein Story-Skript, also so, ich erzähle eine Story in GTA San Andreas, wird auch kommen. Goat Simulator wird demnächst ein paar Videos kommen. DayZ wird ab und zu ein Video kommen. Und Skyrim habe ich schon angekündigt, da brauche ich nur noch Dragonborn, das DLC, das letzte DLC, und das werde ich natürlich auch let's playen, aber nicht das Hauptprojekt, eher so nebenbei, aber da könnt ihr auch natürlich fest liken, damit das öfters kommt. Und ja, weiteres, ja, ich gehe jetzt ab und zu ins Training und bin eventuell ein bisschen müde am Abend. Aber somit verdiene ich mehr Geld und kann dann Livestream machen. Ich muss nur noch ungefähr 100 Euro bis zur Grafikkarte haben. Und dann kann ich Livestream über Shadowplay, also GeForce Shadowplay aufnehmen. Und sobald ich die Grafikkarte habe, werde ich natürlich nochmals ein Dragos News machen und dann euch zeigen, was ich so bei meinem Livestream alles sehen könnt. Also es wird sehr, sehr interaktiv sein, sehr häufig und einfach nur extrem lustig und cool. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!